Aisha war 6 oder 7 Jahre, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam um ihre Hand angehalten hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging zu Abu Bakr und er sagte ihm: Ich möchte Aisha heiraten. Der hat ihm gesagt: Du bist doch mein Bruder. Der sagt: Ja, wir sind Brüder in der Religion, aber Aisha ist mir erlaubt. Dann hat Abu Bakr akzeptiert. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit ihm Vertrag gemacht, Heiratsvertrag. Und er hat mit Aisha nicht gehabt. Später, nach der Auswanderung, war Aisha circa 9 bis 10 Jahre. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie zu sich genommen und sie könnte neben der Moschee leben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Ehe vollzogen. Einige Leute wollen die Angegebenheiten und die sozialen Rahmenbedingungen von damals auf heute reflektieren. Heute ist für die Leute 11 oder 12 Kind. Aber waren die Mädchen oder die Frauen im Jahre 622, waren sie mit 10, 9, 11 Jahre, waren sie Kinder oder waren sie Frauen? Das ist die Frage. Wenn man sagt, die waren Kinder, doch, da hat man sie als Kinder gesehen. Und wenn ein Mädchen noch 9 ist, das wurde als Kind betrachtet, dann könnte man sich überlegen, was ist los? Aber das war nicht der Fall. Warum? Weil 1900, im Jahre 1900, wie war die Lage hier in Deutschland zum Beispiel? Oder in Frankreich? Oder wenn wir 1700 nehmen bis 1900 nehmen. Mit wie vielen Jahren haben die Frauen hier geheiratet? Hä? Mit wie vielen Jahren hier? Zwischen 11 und 13. Okay, wir gehen ein bisschen 2023 Jahre zurück. Man behauptet, das war Geburt von Jesus. Wie alt war Maria vor 2023 Jahren? Wie alt war Maria, als Jesus geboren hat? Wie alt war sie? Die war 12. War sie auch ein Kind? Wie alt war Marie Antoinette, als sie Louis geheiratet hat? Die war auch 12 oder 13. War alles Kindesmissbrauch? Wie waren die Omas hier in Deutschland? Fragt mal eure Omas. Fragt die Omas in Frankreich. Fragt die Omas in Italien. Wie alt wart ihr, als ihr geheiratet habt? Die waren 12 und 13. War das alles Kindesmissbrauch? Nein. War das in der Kirche, dass die Frauen mit 12 und 13 heiraten damals? Ja. War das Kindesmissbrauch? Nein. Wieso dann bei Muslimen? Ja. Und das ist die Ungerechtigkeit. Möge Allah bewahren. In unserer Zeit, wir würden niemals sagen, heirate ein Mädchen mit 12 oder mit 11 oder mit 13. Wir sagen, die ist noch nicht reif für die Heirat. Aber damals war das total anders. War total anders. Deshalb, das ist eine große Ungerechtigkeit, dass man die Zeit von damals auf unsere Zeit reflektiert und dann behauptet man sowas, obwohl man selber das gemacht hat. Aber subhanallah, unser Prophet hat geheiratet mit einem Befehl von Allah, was erlaubt ist. Aber diese Hunderttausende von den Kindern, die in den Kirchen missbraucht wurden, was sagt man dazu eigentlich? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, wir brauchen uns überhaupt nicht dieses Thema. Jetzt manche sagen, ja, wie, und das geht nicht und so. Das ist doch klar. Heute, in unserer Zeit, in Afrika, am Äquator, die Mädchen mit 6, 7 Jahren, die bekommen ihre Periode. Mit 10, 11 Jahren, die sind richtige Hausfrauen. Aber wenn du im Norden bist, Schweden, Norwegen, Dänemark und so weiter, dann ist es total anders.
In Schweden manchmal, das Mädchen ist mit 16, die ist noch nicht geschlechtsreif. Deshalb, subhanallah, wenn man nur gegen etwas ist, dann man verblendet und da will man alles nehmen, dann man gegen den Islam vorgeht. Aber das ist ein Betrug und das ist eine Lüge gegen unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deshalb, wir brauchen uns nicht, barakallahu fikum, zu schämen, zu sagen, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Aisha geheiratet, die war zwischen 9 und 11. In damaliger Zeit war normal, aber in unserer Zeit ist das nicht normal. Fertig. Wenn man vernünftig denkt, dann sagt man, okay, das ist okay so. Aisha, radhiallahu alayhi, subhanallah, Abu Musa al-Ash'ari sagt, der sagt, wir, die Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als wir Wissen haben wollten, dann sind wir immer zu Aisha radhiallahu alayha gegangen und wir haben bei ihr das Wissen gefunden. Aisha war eine Gelehrtin unter den Sahaba. Aisha ist die Mutter von Gläubigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, welche Frau liebst du am meisten? Der hat gesagt, Aisha. Da hat man gesagt, und von den Männern? Der sagt, ihren Vater. Natürlich, in Lebezeit von Khadija hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Khadija am meisten geliebt. Aber in Lebezeit von Aisha, Aisha. Und Aisha ist, barakallahu fikum, die Frau von unserem Propheten in Dunya und sie wird auch seine Frau im Paradies sein. Und die Leute, die gegen Aisha hetzen, die hetzen, barakallahu fikum, in einer Agenda von den Majus, von den Leuten, die, wal-iyadu billah, die gegen den Islam sind. Aufpassen, barakallahu fikum. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, starb auf ihrem Schoß. Rudwanullahi alaiha Aisha as-Siddiqa. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie geheiratet und ich hoffe, dass man dadurch auch etwas aufgeklärt hat. Barakallahu fikum, barakallahu khair.